Hallo, willkommen zu einem neuen Replay. Heute habe ich mal ein Replay von meiner Wenigkeit. Und ich spiele gegen die Nummer 400 der Rangliste in 1 gegen 1 Wehrmacht, also kein Anfänger offensichtlich. Ich warne euch direkt schon mal vor, das wird trotzdem kein super spannendes Spiel. Worum es mir ja hauptsächlich geht, ist, ich möchte einfach mal beim Gegner, also ich bin jetzt mal so anmaßend, ja, obwohl ich selber keinen Top 400 spiele, glaube ich, wenn die nachgeguckt, wo ich gerade bin, mal anmaßen und dem Gegner zwei, drei Sachen einfach mal angucken, was hätte er machen können, damit es für ihn besser läuft, weil ich habe ja jetzt noch eine ganze Reihe von 1 gegen 1 Spielen gemacht und mir fällt dabei immer das Gleiche auf. Und von da glaube ich, dass es vielleicht ganz gut wäre, mal einen Blick darüber zu werfen. Die Idee dahinter ist, vielleicht hätte einer von euch auch Bock, das mal zu spielen, COH. Man kann das schon spielen, auch ein 2 gegen 2. Suchseite ist leider nur sehr lange. Im 1 gegen 1 geht es tatsächlich zack, da hat man sofort einen Gegner. Und mit so ein paar Kleinigkeiten kann man wirklich viel anstellen. Und das Spiel kriegt ihr für 2 € nachgeschmissen. Ne? So, vielleicht noch kurz in eigener Werbung vorher. Wer das live sehen möchte, ich habe genau das Spiel gerade auf meiner Patreon hochgeladen. Da könnt ihr euch auch für 7 Tage umsonst anmelden. Und dann könnt ihr das live gucken, wenn ihr möchtet. Nennen wir ein Running Commentary sozusagen. Ja. Aber vielleicht ist dem einen oder anderen auch nicht wegen dem einen nur, sondern wegen Support interessant. Jedenfalls der Patreon-Link ist unten in der Beschreibung, wenn ihr da Interesse dran habt. So, jetzt geht es erstmal los. Also wir kappen das alles. Grundsätzlich würde ich sagen, das Matchup USA gegen Wehrmacht sollte immer davon geprägt sein, dass ihr aggressiv spielt als USAler. Und als Wehrmachtler entsprechend müsst ihr gucken, dass ihr nicht überlaufen werdet. Ihr müsst eine Stellung etablieren, da wo eine wichtige Ressource von euch ist. Was meiner Interpretation fast immer die Mun für den Wehrmachtler sein sollte im Early Game. Wenn ihr anders spielt, kann natürlich sein, dass ihr irgendwas Besonderes vorhabt, ne? Einen schnellen Tech oder irgendwas, könnt ihr mal den Treibstoff nehmen, aber ich würde auf die Mun auf jeden Fall gehen als Wehrmachtler. So, und ihr seht ja schon, wie aggressiv ich jetzt hier vorne rangehe an den Gegner. Ne? Einfach um zu verhindern, dass der halt hier zu viel Sicht schafft. Ne? Weil wenn ich eine Flanke und da mache und er hat den Punkt erobert, dann ist das natürlich ärgerlich für mich. Jetzt hat er es trotzdem geschafft. Jetzt weiß ich, was da an dem G ist und musste da weg. Ich habe tatsächlich das MG, hätte ich sehen müssen, habe es aber nicht gesehen. Hätte mich zurückziehen können ohne Pin. In jedem Fall ist der Rifle jetzt hier. Ich weiß, wo das MG ist und kann mir jetzt in Ruhe hier die Stellung weiter, also ihm versauen, dass er die Stellung etabliert. Ne? Das ist so der ganze Gameplan hier vorne. So, und jetzt geht's halt los. Er kommt halt jetzt rangelaufen an ein Haus. Tatsächlich mache ich selber jetzt auch einen Fehler hier vorne. Versucht er den zu retten, und man sieht das, hat er so knapp noch hinbekommen. Bisschen schade, ich gehe jetzt in die Deckung. Grundsätzlich gilt wohl, ihr dürft nicht zu nah mit dem G stehen an grüner Deckung. Ich glaube, von der Mauer hätte ich tatsächlich das MG besiegen können. Von hier wird das MG mich, glaube ich, besiegen. Obwohl da eine grüne Deckung ist. Ihr werdet nicht gepinnt in der grünen Deckung, aber das macht ja trotzdem Schaden auf dem MG, ne? Und ihr seht ja, wie die reihenweise sterben. Also ich glaube, an der Mauer hätte es funktioniert. An der war das tatsächlich ein Eigentor von mir. Hier ist Map Knowledge wichtig. Er kann die Mun nicht benutzen, wenn dieser Punkt nicht unter seiner Kontrolle ist. Und da muss man den Punkt hier contesten am Anfang. Was auch wichtig ist, ist immer jetzt dieser Fall jetzt gerade. Wann kommt die Verstärkung der Gegner? Ne? Also die gegnerische Verstärkung der Volks zum Beispiel, der kostet 260. Das heißt, er kommt einen Tick später als meiner, weswegen die jetzt zeitgleich hier ankommen, weil die halt, ne, sofort geklickt haben. Und man sollte immer die Verstärkung potenziell im Auge behalten. Eigentlich habe ich den Kampf jetzt hier verloren, könnte man sagen, weil ich Überzahl der Gegner hat. Aber er hat seinen MG jetzt rausgeholt. Ich glaube, er hätte es in dem Falle drin lassen sollen, tatsächlich. Und das riskieren sollen, dass das jetzt hier mit dem Volk zusammenkämpft. Also ich denke, dass er den Kampf gewonnen hätte. Na, ganz sicher ist nichts, aber ich glaube schon, in dem Fall hätte es funktioniert. Sonst hätte danach der Volk den Kampf gewonnen. Bedenkt, wenn er den Kampf für sich entschieden hätte hier vorne, dann hätte er genug Zeit gehabt, um hier eben Drähte zu ziehen und irgendwas, ne? So, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, wo der hier hingegangen ist. Weil, so, der geht jetzt da durch. Der weiß zwar, dass jetzt gerade ein Slot war, aber der muss ja trotzdem irgendwann kommen, der Rifle. Und von daher bin ich überrascht, dass er jetzt auf meinen Cut-Off geht. Also keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Also der hat jetzt diese Grundregel mit der Verstärkung einfach nicht ordentlich beachtet. Der hat gedacht, weil der jetzt frisch reinkam, hat er ein Zeitfenster, wo der ja später kommt, ne? Das hat jetzt offensichtlich nicht funktioniert. Das ist immer sehr riskant, auf diesen Cut-Off dann zu gehen eben, weil man dieses Zeitfenster oft nicht hat. Und selbst wenn er es bekommen hätte, der hat ihn ja verfolgt, hätte den Kampf gegen ihn gewonnen während der Cup. Und da war das ein gigantischer Fehler vom Gegner, den so zu steuern an der Stelle. So, jetzt geht er wieder an die Front. Keine Seite, irgendwelche Fuchs bisher. Für mich ist das ja schon ein Wunder. Hat einen Flammenwerfer mitgebracht. Das ist eine sehr starke Geschichte wegen den ganzen grünen Deckungen hier vorne. Kann man auch Semoir wirklich sehr empfehlen. Das ist natürlich kein, ja, weil ich spiele ja wie der erste Mensch. Aber ja, so ist das manchmal. Manchmal, denke ich immer. Hier kriegt noch eine gute Map-Control inzwischen. Überraschenderweise hat er die Munde oben erst gekappt, statt da unten das. Hat er von dem Mund nichts. Ja, jetzt habe ich hier ein Problem, ne? Ich kann jetzt nicht All-In machen, weil das MG zum Runden und irgendwas geht halt nicht, wenn da ein Flammenwerfer auch beisteht.
und habe hier entschieden, dann eben wegzugehen. Und das ist auch so eine der wichtigsten Skills, die man lernen muss. Wann kämpft man und wann kämpft man nicht, ne? So, ich habe jetzt wie oben entschieden, das war schon ein bisschen früher gewesen, weil ich schon erwartet habe, dass es so ähnlich läuft, den Treibstoff wegzunehmen. Und nicht nur den Treibstoff, sondern eben alle Ressourcen, die er links gekappt hat, ne? So, jetzt hat er halt alles verloren, was da war, kein Einkommen mehr. Was für ihn natürlich unangenehm ist. Wir können ja mal auf seine Seite klicken. So, ne? 5 Treibstoff, 16 Mun, 32 Mun. Ach, der ist da unten jetzt connected. Tatsächlich hat er das mittlere MG jetzt alleine gelassen, muss man sagen. Ich hatte schon wieder meinen Cut-Off versucht. Ich bin nicht ganz sicher, was er da spielt, ehrlich gesagt, mit dem Cut-Off. Das funktioniert halt nur, wenn ihr die Armee komplett zurückgeschlagen habt, ne? Ansonsten könnt ihr das nicht spielen. Also Cut-Off ist eher so eine Sache für den aggressiveren Spieler, was ja der Wehrmachtler ist. Ach, den hätte ich fast noch haben können. Habe ich das Kappen eingestellt, damit ich den Kampf gewinne. Der ist halt rangegangen, Volks, das ist auch so eine Grundregel. Kämpft auf Long Range besser und Rifle auf Short Range. Habt ihr vielleicht tausendmal schon gehört von mir. Ne? Und trotzdem sehe ich in jedem Spiel, was ich mache, falsch gemacht von den Spielern. Also fast jedem Spiel. So hier vorne, ich habe gedacht, hier wäre das Eckchen, wo der nicht rausschießen kann. Die Kirche hat einen Blindspot und offensichtlich war es der nicht gewesen. Also da ist das MG, was den Mann jetzt hier getroffen hat. Ich glaube tatsächlich, dass. Nee, also da ist ja auch einer. Also hier ist der Blindspot nicht. Eine Seite hat einen Blindspot. Irgendein Fenster konnte er, glaube ich, nicht benutzen. Und ich habe das Falsche gewählt und deswegen wird mein Rifle da jetzt gemassakert. Ich weiß nicht mehr, welches Fenster es ist und ich werde es nie lernen. Und jetzt liege ich halt natürlich hier im MG-Pin und da kommt ein Flammenwerfer. Ist natürlich ein absoluter Traum. Ich habe Granaten nebenbei getaggt, das ist ja meine Spezialität. Gerade bei Maps, wo Deckungen sind und der Gegner MG spielt, ja, sind die für mich sehr, sehr stark, finde ich persönlich. Der Flammenwerfer ist ein kleines Problem. Ich persönlich hätte gesagt, es wäre aber besser gewesen, das aus dem Haus schießen zu lassen, statt hier im Kreis zu laufen. Also, ja, dann hätten die aus dem Haus und links und rechts geschossen. So, jetzt hat er einen G-Fuck bekommen und einen Flammenwerfer-Fuck. Und eben gab es auch da hinten einen Fuck, also, oder? Ja, Flammenwerfer-Fuck. Ja, das war jetzt einfach zu riskant gespielt. Und ganz kurz, das ist ja, es geht ja hier um den Lerneffekt ein bisschen. Der hat da einen Volks gehabt und da unten hat er noch einen kaputten Pio gehabt, was auch sehr riskant ist, ne? Weil da muss er super schnell klicken. Und hier oben war ursprünglich auch nochmal ein Volks gewesen. Also, was er gemacht hat, ist, er hat seine Armee gleichmäßig über die Map aufgeteilt. Und genau so kann Wehrmacht nicht spielen, so kann der Amerikaner im Early Game nur spielen. Ja, und von daher hat das jetzt hier bei mir geklappt. Wären die Volks jetzt hier gewesen, dann hätten die halt nonstop die Rifles behämmert, wenn die halt die Kirche jetzt angegriffen haben. Ne? Und dann hätte ich den Kampf verloren gehabt. Von daher war das Problem bei ihm jetzt eigentlich ausschließlich, dass er eben seine Armee aufgeteilt hat. Also eine Makroentscheidung. Ja? Da war jetzt kein katastrophalen Maiko oder so bei, obwohl das sich ja auch besser geht, mit in die Kirche gehen zum Beispiel. Aber das war jetzt eine Makrogeschichte. Ne? So, hier oben, dann muss er wieder kappen, sonst kriegt er seine Ressourcen immer noch nicht wieder. Das ist für ihn ein wichtiger Punkt. Und weil er eben Pio-Fuck hatte, er hat einen neuen nachgebaut, hätte irgendwann drei. Er musste aber jetzt, hätte er eigentlich nur einen Pio schicken können. Er muss eigentlich nicht mit dem Rifle dahin, mit dem Volks. Aber sonst hätte er keinen dritten Pio gehabt, hätte mit dem Volks dahin gemusst. Das ist einer der Gründe, warum ich das ganz gerne mache. Ja. Hier habe ich versucht, eine Mine zu legen. Die muss ich natürlich noch abbrechen. Ja, die MP in der grünen Deckung ist jetzt ein kleines Problem. Und ich habe keine Munition für eine Granate. Und warum nicht? Weil ich, Idiot, vergessen habe, die Mine abzubrechen. Ja, sonst wäre natürlich hier eine Granate drauf, wäre ein Spiel entscheidend. Und jetzt werde ich halt hier rausgepusht, obwohl ich den Kampf eigentlich gewonnen hätte, hätte ich halt jetzt die Mine aufgelöst. Ne? Also, ich habe gedacht, ich hätte die aufgelöst, habe ich offensichtlich nicht gemacht. Und deswegen konnte ich keine Granate schmeißen, deswegen läuft gar nichts. Vom Makro, meine Ressourcen, ne? Ich stapel die gerade hier vorne. Ich habe noch alle Leute, aber ich kam einfach nicht dazu zu bauen. Also der eine Pio da, keine Ahnung, vor der Base, da musste er halt instant reagieren, sonst ist das absoluter Selbstmord und Tod. Also keine Ahnung, was er da getrieben hat. Dass meine Mine von eben nicht gelegt habe. Und jetzt der nächste Maiko-Fehler. Aus irgendeinem Grund ziehe ich mich zurück, obwohl ich weiß, dass ich da eine Mine liegen habe. Ja? Also das ist ein Maiko-Fehler von meiner Seite. Weil jetzt liegen die ja im Dreck und jetzt hätte ich halt eine Mine, eine Granate draufwerfen können und die massakern, ja. Und von da habe ich den Kampf gewonnen. Eigentlich hätte ich ihn gewonnen, habe immer verloren, weil ich halt. Ich habe meine eigene Mine zu dem Zeitpunkt nicht dran gedacht, dass ich gelegt hatte, glaube ich. Also ganz katastrophal von mir gespielt. Mach einen Maiko-Fehler nach dem anderen. So, ist der Heal gemacht und so weiter. Ich weiß nicht mehr genau mit den Waffensystemen. Ich glaube, die haben das irgendwann mal gepatcht, dass man für jedes Waffensystem 5% mehr Erfahrung bekommt, oder war das ein Supply Yard? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das funktioniert. Das müsste ich mal nochmal nachgucken. In jedem Fall habe ich Ressourcen über hier und stapel das jetzt ein bisschen. Und deswegen queue ich ein paar Sachen. Reparatur, habe das Heal gebaut und die Bar. Obwohl ich die Granate auch schon habe. Immer Cut-Off machen auf die Munition. Also Map-Knowledge ist wichtig, dass man weiß, wo die Munition liegt. Ne? Ganz wichtige Info. So, wenn es geht, früh was wählen. Dann schaltet ihr die Punkte schneller frei. Und profitiert halt auch von vielen Sachen. Wehrmachtler hat eine Menge Manpower über.
hat sie entschieden, halt einfach hochzutacken auf T4, gerade auf T4 tacken. Es gibt eine Strategie tatsächlich, wo man das macht und dann mit dem frühen Ostwind kommt. Ne? Das kann man machen. Das funktioniert aber nur dann, wenn der Gegner, wie ich in diesem Falle tatsächlich, kein T3 baut. Ja? Sonst funktioniert das natürlich nicht. Nichtsdestotrotz hätte er, glaube ich, von den Ressourcen ohne Probleme hier nochmal eine Einheit nachbauen können. Jetzt war hier ein MG verloren. Das wäre, glaube ich, schon wichtig gewesen. Kann man auch ein OP spielen, würde ich jetzt nicht empfehlen. Erst recht nicht in so einer späten Spielsituation. Erst recht nicht, wenn man Puck hatte. Erst recht nicht, wenn der Gegner bar gegangen ist. Aber gerade weil ich jetzt bar gegangen bin, das wieder ein MG. Und jetzt hier wieder das gleiche Spiel, was wir schon ein paar Mal hatten. Sein MG ist nicht supported, es gibt keine Unterstützung. Ne, die Doppelfolks, die normalerweise irgendwo hier stehen und so eine Flanke reagieren, der pinnt die eine Seite, die machen die andere kaputt und dann hat er für die dritte Seite auch noch genug Zeit. Ne? Also diese Flankengeschichten sind ja so stark, weil er keine Minen hat, keine Drähte und keinen Support. Und deswegen klappt das jedes Mal und wird natürlich dann auch oft mit einem Fuck belohnt. Ne? Also das ist halt, was ihn die ganze Zeit reinreitet. Plus wir haben ja gerade gesehen, er hat Ressourcen über, er taggt einfach hoch. Was ja noch weniger Einheiten heißt. Also er hat Fuchs wenig Einheiten, er taggt hoch, hat wenig Einheiten. Und die Einheiten, die er hat, sind unsupported auf dem Spielfeld. Und hier die Volks zum Beispiel haben keinen Heal, ne? Weswegen die gleich bei den Kämpfen natürlich auch schlecht abschneiden. Also von da sind da eine ganze Makro-Baustellen, gigantische, ich meine Mine immer noch, ist auch nicht gut von mir. Da gibt es ganz viele Probleme auf der Baustelle. Weil der eine Mine legen, wenn das Erz legt, dann sieht er das, glaube ich, nicht. Wenn das so weit weg ist, müsste das eigentlich unsichtbar sein. Ja, er hat es doch gesehen, ist nah genug dran. Ja, mir fehlt halt auch die Spielerfahrung. Das weiß ich aber jetzt, dann mache ich es nie wieder so. Eigentlich sollte ich sowas wissen. Aber ich bin ja nicht mehr so ein aktiver Spieler. So, Gegner ist jetzt ein T4, hat aber keinen Treibstoff, um den auszuspielen erstmal. Ne? Also er hätte wahrscheinlich, wenn er das so spielt, wie er spielt, hätte er mehr T1-Einheiten spielen müssen, um so viel Druck zu haben, dass ich gar nicht auf die Idee komme, irgendwas zu machen, dass der halt, also er hat ja keiner T jetzt, ne? Hätte ich jetzt ein M8 gebaut, wie das 99,99% aller Spieler machen, wäre das Spiel jetzt vorbei gewesen für ihn, ne? Da liegen keine Minen und gar nichts. Also von daher ist das, was er spielt von Makro, eigentlich unspielbar. Und das halt, wie gesagt, nur, weil ich jetzt Käse spiele hier. Ja, also mein Makro dürfte nicht angucken. So, jetzt warte ich aber mal darauf, dass er meine Mine springt. Und dann wollte ich halt dahin laufen, die alle massakern. Wenn er auf Long Range kämpfen will, habe ich ja trotzdem gewonnen. Habe mich da ein bisschen verarscht gefühlt in dem Moment. Ja, ich stapel nur Ressourcen, also das war schon sehr. Und jetzt laufe ich ran. Und dann habe ich das NG, glaube ich, entdeckt. Das war vorher noch unsichtbar. Ja, also das war. Egal. Die Mine hat ihn gepuckt, ja. Den anderen hätte ich auch fast gepuckt. Also es hat sich gelohnt, das war ja, ne, offensichtlich. Massaker, wenn ihr euch das anguckt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und es ist halt sehr, sehr wichtig, dass der eben Heal ausgibt oder Medbunker hat oder irgendwas, ne, um diese Verluste ein bisschen auszugleichen, wenn der die ganze Map gepackt. Ja, Gegner spielt das halt zu sehr auf Tech. Das funktioniert so nicht. Hat jetzt ein OP gespielt, kommt aber auch relativ spät, muss man sagen. Und wenn der Treibstoff so wichtig war, hätte man vielleicht doch einzäunen können, auch wenn ich kein Freund davon bin. Ich habe mir am Anfang mit einem Rifle gekappt, hätte dann eingezäunt, hätte ich das mit dem Rifle nicht kappen können, dann hätte ich ein Pio gebraucht, ne? Also wenn, und jetzt schon wieder ein MG, unsupported. Ja, also, das ist halt, glaube ich, von ihm, also wie gesagt, das war jetzt Top 400 1 gegen 1 Wehrmacht. Also einer, der das regelmäßig spielt, ich glaube 600 Spiele hatte der. Aber diese unsupported MG-Geschichten, er versucht ja auch zu dodgen, aber das hat ja trotzdem keinen Wert, er muss das MG ja neu ausrichten. Ne? Also das unsupported MG ist einfach purer Selbstmord. Ich mache mir noch nicht mal die Mühe, den zweiten Rifle dazu zu holen. Eigentlich habe ich jetzt vergessen, dass der in Sicht war, das wird er gefilmt. Aber der, ich wusste, dass der eine das alleine schafft in so einem Szenario. Und jetzt hat er da hinten halt wirklich gar nichts mehr. Jetzt kommt aber sein T4 und ich spiele ja Kokolores hier vorne, ja. Also ich habe jetzt gar nichts, noch nicht mal Treibstoff. Und dafür habe ich 1000 Manpower. Also mein Makro ist auch absolut unterirdisch. Ihr könnt übrigens nicht die Mine fertig bauen mit dem Pio, wenn das eine Rifle-Mine war. Das habe ich nicht gewusst. Er lernt immer noch was dazu. Das war das nächste MG-Fuck, ne? Naja. Genau. Aber es geht jetzt gleich los. Also der macht jetzt ein großes Comeback, der Kamerad, ne? Der baut jetzt gleich hier seine Einheit und ich habe halt kein AT. Und also, was soll ich jetzt bauen? Also ich könnte jetzt natürlich einen T3 bauen, um das alles auszugleichen. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass der T4 geht. Ne? Da hatte ich überhaupt nicht mit auf dem Radar. Also mir ist schon aufgefallen, dass er kein T2 gemacht hat. Da kommt der Trooper. Ist mir schon aufgefallen, gar keine Frage. Ja? Und er hätte ja auch einen Stu ziehen können. Also von daher war das halt ein Makrofehler von mir zu sagen, ja, okay, gemütlich. Also ich habe schon den Treibstoff nachgeholt, weil ich dachte, ich gehe jetzt auf Panzer. Aber dieses Abwarten auf Panzer jetzt war ein gigantischer Makrofehler meinerseits. Hier Mikrofehler jetzt gleich, glaube ich. Ja, ich habe Unterdrückungsfeuer angemacht und dann wollte ich noch eine Granate schmeißen.
Entweder Granate oder Unterdrückungsfeuer. Es war ja klar, dass die Deckung läuft, das war ja mit Ansage, ne? Also da habe ich jetzt alle meine Munden weggeschmissen für nichts, das war ein Mikrofehler. Aber wie gesagt, das jetzt hier vorne mit dieser Tanklücke, ne? Nur weil er keine Map-Control hatte, heißt das ja nicht, dass ich einfach frech auf AT verzichten kann, weil er kann ja, wie gesagt, auch ein Stu oder irgendwas ziehen, ne? Oder könnte jetzt zwei Puma im Feld sein oder irgendwas, ne? Also das war ein gigantischer Fehler. Ich meine, klar, jeder hätte seinen Ranger ziehen können, aber hey, tut mir mal einen Gefallen. Ja, meine Mine dann deckt. Das muss man natürlich nicht machen. So, jetzt baue ich hier ein MG, was natürlich Treibstoff kostet, ne? 15 oder so. Was auch gar keinen Sinn macht, weil wenn er wirklich rauskommt, ich habe eine Mine, ich habe Infanterie, also das war halt getrollt, ne? Also ihr müsst ja überlegen, was euch gerade fehlt. Mir fehlen Anti-Tank-Fähigkeiten. Dafür braucht ihr Treibstoff und das kostet halt Treibstoff. Ich kann gleich nicht nachgucken, ich glaube 15 Treibstoff oder so, ne? Und ich hatte ja die Infanterie, um das zu decken, ne? Jetzt weiß ich noch, wie ich mich dann im Spiel gefreut hatte, dass ich zumindest, auch wenn mein Makro scheiße war, da ich noch keinen Druck kassiert hatte, hatte ich mich noch richtig gefreut. Und jetzt gibt es hier gleich den ersten Funk, oder? Oder? Und Funk. Und natürlich haben die beide Bars da gelassen für den Gegner, ne? Aber da er ihm Peace vergeben hat, kann er die nicht aufheben. Dann okay gefunden. Aber er hat halt jetzt einen Ostwind, ne? Der hat schon die erste Einheit gepuckt, Waffen da gelassen. Und ich habe halt weit und breit keine AT. Und das Tankdepot kostet, glaube ich, 90 Treibstoff und da braucht er nochmal 55. Also tatsächlich habe ich auch weit und breit keine AT in Sicht. Ich hätte jetzt eigentlich einen T3 bauen müssen an der Stelle, ne? Das ist eigentlich ohne jede Frage. Das Ding ist halt, wenn ihr Granate sogar. Und es gibt den nächsten Puck. Genau, nächster Puck, war so ein, ne? Weil die Granate war zu viel Schaden gemacht. Und ich habe noch eine Bahn lassen. Ich habe jetzt drei Bars gedroppt, zwei Weifelpucks gehabt. Das war natürlich Mikrofehler, ne? Das ist nochmal eine andere Kategorie. Da muss man sich klar machen, wo seine Schwächen sind. Aber dass ich halt jetzt ein Tankdepot baue, heißt, ich habe erstmal keinen Treibstoff, um für 55 Treibstoff, ne, einen Hellcat zu bauen. Das heißt, es dauert jetzt eine Ewigkeit, bis die AT kommt. Wenn der jetzt rumfährt und Spaß hat, wahrscheinlich wundert er sich, dass noch keine Counter auf dem Feld haben. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, habe ich eben wohl Stickies vergeben. Was irgendwie auch keinen Sinn macht, weil, also, kann man ja vergeben, wenn das Fahrzeug kommt, ehrlich gesagt. Habe auch keine Munden über, weil ich die ja eben weggeschmissen habe. Sonst könnte ich jetzt Minen legen, um den Gegner zumindest zu verlangsamen. Ne? Ich habe jetzt noch einen Rifle gebaut, weil ich habe mir ja, ne, zwei Fuchs kassiert, die ursprünglich vier Rifles. So, jetzt wusste ich, dass er da oben war. Im Fog of War habe ich die Ketten von dem gehört. Deswegen bin ich wieder abgebogen. Ich wollte das Kappen verhindern, aber als ich die Ketten gehört habe im Fog of War, bin ich dann nach rechts gegangen. Habe mir gedacht, dann holst du zumindest die Munden da hinten und holst die Bars hier wieder. Ja, das Schöne ist, dass er mit dem Ostwind zu defensiv ist, meine Mine. Der macht ja mit dem Ostwind jetzt gar nichts. Also der wartet jetzt, bis ich die AT langsam hole. Aber klar, aus seiner Sicht, ne? Aus seiner Sicht, noch eine Mine von mir. Aus seiner Sicht ist das ja so, dass eigentlich die AT schon da sein müsste. Also was könnte er jetzt erwarten, ne? Panzer halt dann eben auch. Wenn ihr mal gucken beim Gegner. Ja, wie gesagt, er hat ein Treibstoffproblem, aber es liegt daran, dass er jetzt einen Panzer 4 baut. Und wenn er halt Panzer 4 hat und einen Ostwind und ich habe tatsächlich gar keine AT, das ist natürlich eine Riesenkatastrophe, ne? Also, bam. Man darf es echt keinem sagen, wie ich das spiele. Man darf es keinem sagen. Aber ich kriege meine Waffen jetzt wieder hier vorne und er kann die halt nicht aufheben. Also den Peace vergeben ist immer so eine tricky Sache. Ihr macht das aus einer Long-Range-Einheit, eine Short-Range-Einheit und verhindert, dass ihr Waffen aufheben können. Und wenn ihr gegen so einen Noob wie mich spielt, dann, ich kriege ja dauernd Fuchs, das sind gleich immer Bars da. Das ist natürlich extra ärgerlich. So, ich versuche immer noch Zeit zu schinden, damit ich hier einen Hellcat bauen kann, ne? 55. Ich vergesse natürlich nur zu klicken, weil es ja keine News ist. Da kommt er. Aber der gegen den Panzer 4 ist auch kein angenehmes Szenario. Und hier vorne der Kamerad, der könnte eine zweite Waffe ausgeben, wenn er wollte. Also soll ich eine Panzerschrecke nicht unsichtbar machen, ne? Bam, Mine. Also die Minen, die waren, glaube ich, ganz okay. Hier hat mir die Spielerfahrung gefehlt. Also wie viel Rifle, Stickies, damit der stirbt. Ja, hätte ich mit drei Stickies den getötet. Vier auf jeden Fall, mit drei bin ich mir nicht ganz sicher. Weil der hat einen Motorschaden, den hätte man vielleicht reinlaufen können. Das ist aber ein sehr teures Unterfangen wahrscheinlich. Gegner holt sich halt da links jetzt die Map wieder, ne? Man hat halt hier zwei Panzer und ein bisschen Reparatur. Also es könnte noch unangenehm werden. Da fehlt ihm auch das Mikro. Genauso ein Spieler wie ich anscheinend in der Hinsicht. Das ist halt das Problem im 1 gegen 1. In 2 gegen 2 gibt es solche Frontabschnitte eher weniger, wo ihr halt, ne, irgendwie eine Map habt, wo ihr was macht. Da habe ich natürlich wieder die Einheit vergessen, für die wieder gepokt. Der hat einen Stu geholt. Und ihr wieder zwei Bars da gelassen. Ihr habt fünf Bars getroffen im Spiel. Okay.
Genau, also im 1 gegen 1 habt ihr das andauernd, dass ihr halt schnell hin und her klicken müsst, weil die Fronten so viel breiter sind als im 2 gegen 2. Also wenn ihr ein langsamer Klicker seid wie ich, und es gibt Puck, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, also ihr müsst hinterher rennen, weil der sonst nicht schießt. Der hätte mit Sicherheit gepumpt, ne? Also der zweite Mann schießt er nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass der da hingerannt ist. Da habe ich die Rückzugstaste gedrückt. Naja, so, jetzt kommt der Helke. Da liegt eine Mine von mir. Ich habe die tatsächlich nicht mehr daran gedacht, dass ich die hatte. Das werde ich noch bereuen. Und der Gegner hat jetzt eine Panzerarmee inzwischen. Ich meine, ich habe ja Ressourcen, aber die Ressource, die ich brauche, fehlt. So, da ist jetzt meine Mine. Und da steht ein Stu. Und Chris, jetzt denk mal nach. Hast du das Stu geschossen und die Mine damit gezündet? Und damit ist mein Fahrzeug im Arsch. Ne? Also die Mine, meine eigene Mine, hat jetzt mein Panzer quasi halb vernichtet, weil dann Stu gestanden hat. Also wie ich selbst da reinfahren konnte, ich habe ja nicht gesehen, die Mine, ne, zu dem Zeitpunkt. Und jetzt macht er mich halt hier fertig. Ne? Da, genau. Und jetzt habe ich meine einzige AT verloren in Rekordzeit. Und noch nicht mal Schaden am Panzer 4 gemacht. Der schon Wert 1, ne? Der weiß, dass das wohl Leben gibt. Und meine Muni vergeudet, weil ich dachte, ich mobile Panzer mit einer Artie abschieße. Also ist dann so ein bisschen, dass das halt, ne, in die falsche Richtung sich hier entwickelt, das Spiel. Also astronomisch schlecht gespielt, wie so üblich. Aber diesmal auch Makro und Mikro. Und wirklich alles zusammen. Nichtsdestotrotz, sie hatten die ganze Zeit Map Control und ich denke, die Erklärung dafür ist, dass der Gegner seine Einheit gleichmäßig aufgeteilt hat und die MGs in Häuser gesetzt hat, ohne die zu unterstützen mit irgendwas, ne, mit eben dann Minen oder Volks und was nicht alles. Und das war, glaube ich, der Punkt, warum der so ein miserables Early Game hatte. Den wollte ich finishen und dann wegfahren. So, schon dem am Arsch, dann haben wir dafür Zeit. Gut, dass das bounced. Ich habe mir gedacht, du fährst mal schneller näher ran, damit das halt richtig knallt, das Ganze. Genau, und jetzt können wir wegfahren. Das ist der Panzer 4. Jetzt kommt eine andere Katastrophe hier vorne. Ist ein bisschen schwer zu steuern. Ich wollte den Todstick hier. Ne? Ich habe gesagt, ich mache jetzt zwei Tickets da drauf auf den. Und dann hinter dem Haus verstecken. Und wenn die wieder Cooldown haben, wieder verstecken da vorne. Ne? Also der Panzer, der macht jetzt hier seinen Fight mit dem. Das Haus kurz gehen. Darf die Reparaturen kurz wegholen. Und jetzt hier nochmal da rangehen und den Todstick hier. Wird gerade repariert. Leider den Panzerschreck in seinen Trupp da hinten gehabt. Und jetzt kommt die Katastrophe. Die laufen jetzt alle in die Ketten, einer nach dem anderen, auf dem Weg zu dem Panzer 4. Das könnte ich keine Tiki dranlegen. Wir haben jetzt fast noch einen Puck kassiert. Also nichts, was ich mache, funktioniert über dem Spiel. Nichts, ja. Jetzt versuche ich hier noch eine Tiki zu machen. Selbst wenn ich einen Rifle da riskiere, ich zerstöre ja am Panzer 4. Also das wäre mir den Rifle schon wert, weil ich ein Panzerproblem habe. Hatte sogar auch ein bisschen Glück, denn er kann auch einen Motorschaden oder kaputte Kanone bei sowas kriegen. Also es war trotzdem sehr auer. Also der Ostwind da, ne? 15 Kills und ein Fahrzeug. Der hat mich ja so gemassakert. So, indem die Treibstoff wegnehmen. Mir war klar, dass der Treibstoff braucht für sein Bild. Und da wollte ich ja was wegmachen. Und ich habe sehr wenig Treibstoff. Ich kann die nur im Schneckentempo bauen, die Teile. Ich habe auch die 105 freigeschaltet, die natürlich keinen Sinn macht und auch blödsinnig ist, weil ich dann die Off-Map-Gruppe später freischalte. Also ich habe auch nur Makrofehler in dem Spiel gemacht, zu dem Mikro-Scheiße eben. Könnt ihr mal beim Gegner reingucken. Treibstoff 30, 40 kriegt man, glaube ich, einen Ostwind, 90 kriegt man Panzer 4. Ich glaube, hier macht er jetzt einen ganz, ganz großen Mikrofehler, der Gegner. Also, der kämpft halt jetzt um den Treibstoff, das Teil verstehe ich schon. Aber weil er eben so viele verschiedene Waffen hat, konnte er sich nicht entscheiden. Sturmgewehr muss man rangehen, ohne Leben darf man nicht rangehen. Und Deckung spielen ging gar nicht. Und mit Panzerschreck kann man auf der Mid-Range bleiben. Ne? Also, das ist nichts von dem funktioniert, was er da macht. Und das Problem ist halt, wenn er hier stirbt, dass er eine Wahrscheinlichkeit hat, eben die Panzerschreck zu droppen für den Rifle dann, der auflevelt. Und genau das passiert. Ja, weil er ohne Deckung gegen Deckung kämpft und ich die bessere Kampfreichweiten habe als er. Und das hat auch noch einen ganzen Puck kassiert, was natürlich für ihn absolut fatal ist, aber offensichtlich ein Mikroproblem. Das hätte er nie machen dürfen. Das war eine sehr, sehr wichtige Einheit. Neuer Panzer 4. Das Problem für ihn ist halt, dass er weniger Treibstoff hat als ich, ne? Jetzt sogar 5 aktuell. Und seine einzige wirklich AT verloren hat dazu. Und ich halt nur 55 Treibstoff brauche, um die Dinger zu bauen. Ne? Und von da gewinne ich automatisch jetzt die Panzerkämpfe. Plus, ich habe eine Panzerschreck jetzt auf dem Wert 1 Rifle. Ne? Und da ist das Spiel im Prinzip vorbei. Da kann er nicht viel machen. Trotzdem interessante Strategie, muss man sagen, mit dem Hochtecken sofort. Aber ihr seht, dass er auch die ganze Zeit Ressourcen über hat. Also hier liegt's, ne? Daka, genau. Und da war das halt wieder vorbei.
Also ich denke, dass das ein Beispiel dafür war, wie schlecht beide Seiten Makro spielen, ohne jede Frage, ne? Ohne jede Frage, auch wenn es am Schluss funktioniert hat. Aber der eigentlich wichtige Punkt bei dem Spiel, was ich ja bei vielen Spielen sehe, ist, dass die Wehrmachtler einfach die Fraktion spielen, als ob alle Fraktionen gleich wären. Und das ist es halt nicht, ne? Also er hat halt hier, hier und hier und ich glaube sogar da oben jeweils ein MG im Einzelfall immer wieder verloren gegen Rifles, weil das nicht ordentlich supported wurde. Ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr müsst erwarten, dass ein guter amerikanischer Spieler, ja gut, also man muss es leider so sagen, ja, im Moment sieht das ja so aus, aber dass die meisten amerikanischer Spieler, die ihr Geld wert sind, dass die euch angreifen werden. Und als Wehrmachtler müsst ihr eben diesen Angriff überleben. Und der Angriff wird halt, normalerweise gibt es da diese Peaks. Ne? Der erste schwere Angriff kann sein bei drei Rifle und der Granate. Der nächste schwere Angriff kann sein bei vier Rifle und Bar. Und ansonsten, was viele jetzt machen, was eher Makro dem Meta entspricht, ist, glaube ich, dass die DM8 kommt, dann der große Angriff kommt, ne? Von dem ich ja gar kein Freund bin. Aber genau, das sind so diese drei Angriffspunkte, die man irgendwie verteidigen muss. Und wenn man dagegen halten kann, muss man alle Regeln im Early Game, diese Engagements, zumindest einen davon entscheiden für sich und dann eine Stellung aufbauen, eben mit Mine, Draht und so ein Zeugs. Und dann wird das auch ein bisschen besser. In dem Falle kam dann noch nachher dazu, dass er einfach nur hochgeteckt ist. Also hochtecken, das kann man schon machen, man muss den Gegner aber beschäftigen, ja, damit er nicht machen kann, was er will. Ich habe halt Blödsinn gemacht und da fiel das jetzt nicht so auf, aber normalerweise wäre das sofort GG, wenn er nur hochtackt. Also hätte er dann einfach nochmal zwei Einheiten mehr aus dem T1 vielleicht bauen sollen. Ist eine super riskante Strategie, weil eben alle M8 spielen. Ich würde es nicht im aktuellen Meta empfehlen oder in dem Meta, was ich jetzt zumindest kenne, was oft gespielt wird, vor allem, weil er auch keine Minen gelegt hat. Aber wenn er spielt, dann muss er, glaube ich, ein bisschen heftiger das Early Game dominieren und zumindest den Amerikaner beschäftigen. Genau, das wäre auf jeden Fall die Geschichte. Und mit dieser verfluchten Kirsche, also ich glaube, dass es die Ecke jetzt ist. Dass er das Fenster nicht benutzen kann und dann kann man sich da hinstellen. Also da kann keiner rausschießen, glaube ich, mit dem G, oder? Das geht vielleicht auch. Mal in die Kirche reingucken. Die Fenster sind ja zugänglich. Die sind alle kaputt. Also das Fenster hat offensichtlich keiner benutzt. Da weiß man natürlich jetzt nicht, ob es da keinen Bedarf gab oder ob es irgendeinen anderen Grund dafür gab. Mal kurz drehen und an der Seite reingucken. Sind auch alle ganz. I don't know. Ich werde es wahrscheinlich nie lernen. Ist ja auch egal. So, das wäre bei die Geschichte. Ich bin weg. Ciao, ciao.